Ich sage euch, wir haben gar keine Bundesregierung. Wir haben, Frau Merkel ist Geschäftsführerin einer neuen Nichtregierungsorganisation in Deutschland. Das ist das, was sie ist. Und wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen. Nicht zu tun, sondern ich lege es nicht Ihnen vor, ich lege es unseren Bürgern vor. Die entscheiden nämlich, nein, Sie entscheiden gar nicht. Entscheidet der Bundestag. Wir müssen uns ja abheben von dem Gespräch gestern zwischen der Kanzlerin und ihrem Stellvertreter, ob sie die Firma vielleicht gemeinsam weiterführen. Denn es ist so, wie Sie sagen. Diejenigen, die entscheiden, haben, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. The end of transatlantic civilization. Wir sind am Ende der transatlantischen Zivilisation. Europa zerbricht. Germany does not have a real government. Deutschland hat nicht mal eine richtige Regierung. What's going on in Europe is insane. Was derzeit in Europa passiert, ist vollkommen wahnsinnig. Eine Nobeladresse im Frankfurter Norden. Hier sitzen die Leute, die Deutschlands Schulden managen. So effizient wie möglich Geld für den Bund beschaffen. Die Aufgabe der Elitetruppe in der Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH. In der Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH. In der Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH.